Am Tag 3 ist ein Steckbrett im Adventskalender. Ein Breadboard, wie die auf Englisch heißen. Das sieht so aus. Kleines Kunststoffteil, gelb, mit vielen Löchern. Und das hier, diese Reihe, das ist miteinander verbunden. Und diese Reihen hier quer, die sind miteinander verbunden. Und das ermöglicht es uns, unseren Arduino draufzustecken hier mit seinen Pins und diese Pins dann zu benutzen, beispielsweise mit dieser gelben Leuchtdiode, die noch mit dabei war. Ich stecke das mal drauf, das war ja in der Anleitung auch drin, die Schrift, dieses K46 auf eine Seite. Dann brauchen wir hier einen Abstand, noch einen zurück hier und dann wird es hier ganz sachte und vorsichtig nach unten gedrückt. So, bis das dann so drauf sitzt. Jetzt ist es noch ein bisschen schräg. Und hinten noch ein bisschen drücken. So, jetzt sieht das gut aus. Und diese Leuchtdiode hier, die wollen wir da drauf packen. Und da steht in der Anleitung zwischen Ground und dem Anschluss D2D für digital. Und es steht auch drin, der lange Pin hier, den ihr seht, das ist Plus. An Plus, die Anode. Und Ground steht für Masse. Ist blöd, ne? Und deswegen stecken wir das jetzt so rein. Ich brauche eine Lupe für. Stecken wir das jetzt so rein, dass wir den kurzen Pin nach Ground GNR stecken. Und den langen Pin nach D2 wieder vorsichtig rein. Kontrollieren, dass es auch stimmt. Denn wenn man es falsch macht, na, möglicherweise geht was kaputt. So, für mich sieht das gut aus. Und ich leg das mal hier hin und schließe den Arduino wieder an. So, das Programm 03 Haus habe ich schon geladen hier von der Festplatte und wir starten das mal und wenn ich dann auf dieses schwarze Fenster klicke, dann geht die gelbe Leuchtdiode an und unser Haus wird dann von innen erleuchtet, wenn wir dieses Brettboard, dieses Steckbrett in das Haus reinschieben werden. Achtung, grünes Fähnchen und hier draufklicken. Ja, was macht dieses Programm? Wenn die Fahne geklickt wird, macht er erstmal diesen D2, diesen digitalen Ausgang 2 auf niedrig, sprich auf aus. Und wenn er Licht anempfängt, das kommt von aus diesem Häuschen hier. Wenn ich auf das Fenster klicke, wenn er Licht anempfängt als Nachricht, dann wird dieser Pin hochgeschaltet. Und wenn er Licht ausempfängt, ja, dann macht das wieder aus, nämlich nach 5 Sekunden.